Steven Lawson ist ein außergewöhnlicher Bildhauer. Er nennt sich Afro-Westfale. Die Eltern stammen aus der Karibik. Geboren wurde er in England. Lange lebte er im Siegerland, danach in Berlin und Paris. Und jetzt ist er in seine Heimat Südwestfalen zurückgekehrt. Ein bisschen woanders hin, nach Soest, weg vom Siegerland. Ein bunter Vogel könnte man meinen, doch bei der Musik, die er zum Werken braucht, ist er ganz bodenständig. Das ist seine Musik. Die Klänge vom britischen Komponisten Elgar inspirieren Steven Lawson. Dann kann er kreativ schaffen und alles in seiner Arbeit ausdrücken, was ihm wichtig ist. An dieser Statue arbeitet Steven nun schon etwas länger als ein Jahr. Von Tag zu Tag wächst und entwickelt sich das Kunstwerk wie von selbst. Diese Skulptur symbolisiert für mich einen Lebenskeim. Und durch diese beiden Pflanzenblätter, die eine Blüte, eine Knospe oder eine Frucht tragen, kann man Assoziationen mit Pflanzen herstellen. Und es ist für mich einfach ein Sinnbild von werdendem Leben im Zusammenhang mit Licht und mit etwas Prallem, Vitalem. Die Natur bedeutet ihm sehr viel, deshalb ist er auch aufs Land zurückgekehrt. Mit seinem Sohn Jamal genießt er oft die Landschaft und besucht seine aufgestellten Skulpturen, wie hier zwischen Wameln und Echtrop. Es ist so, dass das ein Ort ist, wo wir spazieren gehen, und wenn wir dran vorbeikommen, dann weiß er halt die Geschichte dieser Sachen und weiß, dass es ein Teil der Kultur, der Landschaft hier ist. Und es ist halt wichtig, einfach zu wissen, wie Sachen entstanden sind. Dann ist er natürlich auch stolz, oder ich kann eben sagen, ja, weißt du noch, als ich das und das gemacht habe und so, und dann merkt er, das ist ein Teil, was auch ihm gehört. Ob ein Elefant aus rütender Sandstein oder Holzfiguren, Steven Lawson ist vielseitig und nimmt auch Auftragsarbeiten an. Solange man nicht immer das, alles, was man macht, Kunst nennt, dann ist das okay. Und das, was ich mache, ist eben Handwerksarbeit, künstlerische Handwerksarbeit. Und mein eigentliches Lebenswerk hat jetzt nichts direkt hiermit zu tun. Und die Sachen mache ich nebenbei. Holz, Tiere und Figuren fertigt er hauptsächlich für ein Soester Unternehmen an. Die Leute von der Firma sind auf mich zugekommen und gefragt, ob ich nicht für ihre Spielplätze etwas schnitzen könnte. Und dann habe ich durch die Inspiration von meinem Sohn auch die Sachen gemacht, die ich eben mache. In Südwestfalen hinterlässt er überall seine Spuren. Die Menschen mögen seine Arbeiten. Zu seinen Kunstfreunden hat er ein sehr persönliches Verhältnis und redet gerne in einer entspannten Atmosphäre über die nächsten Projekte. Außerdem zeigt er Interessierten, wie sie selbst zu einem Bildhauer werden können. Ich bin oft gefragt worden, ob ich Workshops geben kann oder ob ich Workshops gebe. Und viele Leute fragen mich halt bei den Ausstellungen, wie entstehen Skulpturen, und fragen für den Stein und allem Möglichen. Und dann habe ich erstmal im kleinen Kreis bei Freunden ein bisschen beigebracht, und dann habe ich vor 2 Jahren zum ersten Mal halt einen Workshop angefangen. Die Teilnehmer probieren aus, meißeln und arbeiten sich langsam heran. Ich mache noch diese groben Formen, aber es macht sehr viel Spaß und man kriegt hier gute Ideen. Ich lerne richtig was. Ich finde, dass Steven ein toller Künstler und Handwerker ist. Und wenn dann Not am Manne ist, dann kommt er und sagt das Passende. Immer zur Hilfe bereit. Von den Werken des Künstlers können sich die Workshop-Mitglieder noch einiges abgucken. Gerne verarbeitet er den roten Granit, wie bei der afrikanischen Prinzessin, die als Motiv immer wieder in seinen Werken auftaucht. Für Steven Lawson ist es wichtig, dass er nur Dinge gestaltet, die auch sein Sohn versteht und die er ihm gut erklären kann.